Kann ich aber nicht. Ich kann da bloß, ich müsste dann für meine Art die scouten und selber drauf schießen. Aber wenn du keinen Scout kannst, dann nimm Harry. Dann scout ich ja Das kann wenigstens. ich erst recht nicht. Aber ist doch gut. Ich kann nur Arti. Ja, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen, ne? So, dann können wir trotzdem grün machen. Die zwei Lorenz, ihr bleibt bitte permanent zusammen, ja? Und die Heavys bleiben auch alle zusammen. Nur die Lorenz beschützen mich. Kein Problem, ich knall die ab. Können die auch eine Arti nehmen, wenn die Lorenz mich beschützen? Sag mal, was ist jetzt? Hab ich an. Was ist jetzt? Mach das Geld an. So. Das ist viel wichtiger. Wenn du schon nicht mitfährst. So, Heavies, ihr macht euch hier Ich rum. wünsche einen wunderschönen guten Lorraine, Abend. du kommst Hier von gleich der mit Astra die zwei Bollwerk von Lorraine mit Fremden hier hin. Relay. Ich gucke, dass ich durchfahren kann. Mit deinem Und M41, du heute guckst mal kurz hier oben leitet ran ein und kommst anderer dann wieder Ferdi. zurück. Oh ja. Heavy, denkt dran, hier ran. Ich sehe zu, dass ich hinten Licht machen kann, dass ihr da wirken könnt. Mit deinem M41, du guckst ein bisschen, was hier vielleicht kommt. Und wenn mal was kommt, hau ich aber sowas von wieder ab, du. So sieht's aus. Euer Lorenz, ihr habt ja nachgeladen, sehe ich schon aus. Counter. Lorenz, dann Da Feuer frei auf die Heavy. Was war der Artischlag? Welcher Knopf? 7. Das ist nicht. Wir haben gerade ihn gefressen. Lorenz, wir müssen mit Tor. Wir schießen unsere Nähe Krieg auf von der hier. Seite. Wie lass die kommen? Er pusht. Jetzt gleich durchziehen. M41, du kannst von hinten wirken. Gehe ich aber sofort auf, wenn ich wirke. Wenn Milby in euer den WZ holen. User joined your channel. Abend. Abend. Boah, das war gut lang Training gerade. Jetzt nichts. Nutzen wir das, ja. Ich bin gerade am Streamen. Streamen? Ja. Spanien wollte wirklich anmachen. Korrekt, muss aber leise sein, kann ich sagen. Steht auch bei mir ein Dings drin. Rechts von dir. Ja. User joined your channel. Amen. Wir haben Dingo.
Bei den Heavys, was war denn los? Wir wurden von den Scouts zerrissen und dann haben die Heavys halt einfach drüber gepusht. Oh, ich hab bestimmt 5 Schuss vom WZ kassiert. Die Scouts pushen müssen, die WZ pushen müssen. Da waren ja nur 2 oder 3 Gegner mir jetzt, da war ja gar nicht so viel. Hat ja reicht, die konnten sich ja austoben auf unserem Panzer, das war das Problem. Die hätten unsere locker erst wegmachen müssen. Ich habe halt nur Fraxi gesehen, die oben stehen und dann Fraxi unten stehen. Bleibt ein bisschen mehr zusammen, Jungs. Hat er alle runtergefahren? Ja, wir sollten doch da oben stehen. Ja, in die Senke an der Kante weiß doch, glaube ich, jeder, wo er steht. Wenn der Feind von oben kommt mit den Heavys, fahre ich den Berg runter und lass die kommen. Die sitzen auch im IS-3 und kriegen die Kanone nicht nach unten, also müssen sie auch euch drauf fahren. Also seid ihr, wenn ihr unten steht, im Vorteil. So, jetzt habe ich sozusagen dann 5 Scouts. Soll ich wieder Zeug wechseln? Ja. Gut, gut. Ich hab halt nicht so viel Auswahl im Achter, sorry. Ja. Immer noch keine Gefechtszahlung an. Was ist denn hier werden, los? Werden wir heute noch irgendwie 10er oder sowas fahren? Oder nochmal was anderes? Oder? Na, vielleicht den 9. Wenn uns 9, ja. 20 von okay. 9 genug da sind, fahren wir da Vorstoß. Alles klar, okay. Ach, trink mal ein Schnäpschen, ne, Jungs? Ja. Au, Prost. Ja, schluck du, Luder. Alles im grünen Bereich. Lalalala. Denkt dran, Jungs, ihr seht ja das Feindteam. Wenn die im IS-3 sitzen und ihr steht am Berg, lasst die zu euch kommen. Hab ich gemacht. Er ging mit. Standen wohl 3 oben. War blöd. Ansonsten alle gut gemacht, gut resettet. Wenn es halt enger wird bei den Lorenz, wenn da nicht mehr gesehen wird oder so, dann muss ich halt mal einer opfern. Ach, Akro ist ja rausgeflogen, ne? Ja. Ah, schön, dass du auch mal aufgewacht bist. Wir haben auch ohne dich gewonnen. Bargo, warst du rausgeflogen im Spiel? User left your channel. Muss ich gleich gehen. Aber fühlte sich leicht produziert. Was produziert? Ja, und wir sind jetzt wieder bloß 9 und warten. User in your channel timed out. No. Hallo, komm rein hier, die warten auf dich. Ja, kannst du knicken. Schmiert ab, such dir einen anderen. Ja, dann sag doch das. Hab ich doch gesagt, mir hört ja keiner zu. Doch, du hast gesagt, ich ist abgeschmiert, alles kacke. Aber du hast nicht gesagt, bitte sucht euch jemand anderen, ich kann jetzt nicht spielen. Ich kann nicht spielen. Gut, na denn. Denken wir auch nicht, dass wir dich geärgert haben und du deswegen abjauen bist. Oh. Doch, du hast mich trotzdem geärgert. Und ich darf das ja auch. Das wollte ja auch. Rausgeflogen. Also Daniel, bleibst noch. Du bist eine Scheiße. Na Daniel rein. Ja, ich stehe auch zur Verfügung, aber ich war auch gerade rausgeflogen. Emma, mach ja. Das. Komm wieder langsam rein. Ich fahre eine Runde mit, dann kannst du für mich mitfahren. Ja, kein Problem, aber... Ja. Kein Problem. Wenn meine Frau von Arbeit kommt, muss ich auch mal eine Runde aussetzen. Der kommt nämlich gleich. Lass er weiter arbeiten. Ja, die müsste eigentlich in ein paar Minuten da sein. Macht die beruflich, dass sie auf dem Samstagabend. Altenpflege. Ach Gott, ja. Die Arme. Das kann auch Krankenhaus, Altenpflege oder sonst irgendwas sein. Ja, Verkäufer genug. Irgendwas Öffentliches. Ich arbeite im Knast, das ist nicht öffentlich und trotzdem muss ich auch am Wochenende arbeiten. Das ist auch kein Beruf für jedermann, ne? So Altenpfleger. Nicht wirklich, ne? Wenigstens, sag ich mal so. Das ist ja wie im Knast. Was machst du da?
Fleser oder was? Ich bin Justiz. Nee, der ist, der ist Knasti mit Ausgang. Langzeitausgang. Wo oben der Knasti ist. Keine Ahnung hier. Was muss ich denn machen, um dich zu besuchen? Am besten ihn umbringen. Hier, Trucki, Trucki, wo bist du bei uns oder was? Nein. Du, Ben. Ach, Mensch. So, dachte so ich warte. Lass mich gucken. So, Lorenz gleich mit 50-100, gleich mit den Euer gezogen. Heavy ist gleich mit hier den Euer. 41er, du bleibst mal hinten. Du machst die mal hier in der Mitte irgendwo und guckst. Na. Hoffen wir mal auf unser Glück jetzt. Heavy weiter vorne. Den Heavy kann sich mal hier abpositionieren. Die kommen anscheinend alle durch die Mitte. Zwei müssen sterben, ja. Ist auf die Mitte aufpassen. Sucht euch Schussposition. Was los, Schatzi? Du kannst dann abhauen. Du, willst du eine Massage haben? Gucken, aber nicht jetzt gleich. So, Marty Schlag vom Feind auf, Jungs, wa? Der LTTB da vorne müsste verschwinden. Billy, plötzlich das. Ja, reinkommen. Du brauchst am Cap sein. Kann ich nicht, die sind ja schon durch hinter mir. Revis, ihr müsst jetzt drauf drücken. Licht am Cap. Rein vom Berg runter dort. Komm mit. Ich steh da seinem Cap noch hin. Rein, du kommst damit zum Cap gefahren. Halt. Hier oben. Hier oben die zum Cap mit, beim Verein. Gut, sehen wir's. Rechts runter eigentlich, aber jetzt ist es spät, jetzt sind die Flanken zu groß, das schaffen wir nicht mehr. Auf unsere Heavys warten, auf den Stahl. Sorry. Rüber, Basti, rüber, wenn dann. Ich blieb, das schaffst du nicht. Na, sag ja. Die letzten drei Heavys hier. Hier Feuerschutz hier. Die Heavys hier, kriegt ihr das hin? Denke ja. Okay, ist nach hier. Die Heavys an der Basis, dem Engel helfen.
Artischlag raus? Weiß ich nicht. Der gegnerische Artischlag ist raus, ja. Er schafft das nicht, der Jungs. Bist da? Milan ist da, ja. Sorry an die Heavies, dass ich euch da jetzt übers freie Feld schicken musste, aber wir brauchten sich den Kapitän. Sorry, Folger, dass ich dich erinnere hier. Ja, ja. Der kennt das, der kennt das, der ist das gewohnt. Der Folger ist schon beruhigt, wenn ich nicht hinter ihm fahre. So. Das ist Folger, auf den schießen wir alle. Was eigentlich mit Dominik? Müsste der nicht irgendwie mal aufschlagen? Ich sag, vielleicht hat er mit Fräuchern und Kindern zu tun. Hört ihr noch davon, von Beden? Oh, ich hab den Dominik, den Homo. So. So. Die Heavys mit den Lorenz und dem M41 hier hinten drin. M41, du machst mal eine schnelle Runde hier vorne lang. Und ich gucke, was hier außen kommt. Ich will in den Plan, wir fahren mit Arti. Wenn die Sprachbarriere nicht mehr wäre, ich schon da. Wieso 14.1 gibt es nicht als Arti bezeichnet? Ja, ich hab's gerade gesehen. Mein Navi war kaputt. Die werden oben lang spielen, ne? Arti nutzen? Anscheinend. Auch nicht. Das ist nur der Scout. Dann mach weg. Was? Klar, gegen den Klicker. Wird noch gar nicht geladen, oder? Na doch jetzt, doch, ja, doch. Der lädt nur 19 Sekunden. Was? Ja. Eine Frechheit, ne? Ich hab noch heute nicht gespielt, wie gesagt. Warum? Warum ist der zweite Klicker? Die hat verschossen. So, die zwei Lorenz, ihr dreht gleich rum. Und eben Schatz hier, du musst da Licht machen. Na, ich war gerade offen, ich muss mal warten. Ja, jetzt. Lorenz, alle Bäder rumdrehen, zu mir mitkommen hier rüber. Ja, wieso auch an den Berg ranziehen hier, oder? Nicht durch die Mitte, die Lorenz. Hatte doch schon ein Ziel, die Heavys. Oh, die hat beschossen. So, die erste Lorraine, gleich über der Einerlinie lang. Die andere kommt nur zu mir hier. Ich fahre dann auch zur Mitte.
Ja, wie es hier steht, soweit sicher, ja? Wo? Die Arti steht irgendwo bei K1, aber das nützt ja keinen was, wir haben ja keine. Kannst du dir noch dreimal sagen, vielleicht nehmen wir nächste Runde mit. Du musst Licht machen dort, wieso fährst du weg? Weil ich von einer anderen Stelle anfahren wollte, da war der 12 Tonnen eingezügelt. Hier den Scout raus. Hat er gemacht. Wie ist in Abfangposition gehen? Das kommt ja das Wortschritt. Auf der einer Linie noch weg. Ja, no, Heavy ist jetzt hier drüber weg, hier rauf. Hat die offen. Jetzt sind T34. So, der Heavy hier hinten nachziehen. Der Karlin. T32. Jetzt den hier abarbeiten vor euch. Die ist drei rechts und außen. Auf die zwei Defender drauf, kommt Jungs. Drauf, der Rest ist weit weg. Bog, du fährst ins Cap. Mach mal ein bisschen sachter, ne? So, meine Frau kommt, also entweder machen eine Pause oder ihr schiebt mich dabei noch raus dann. Arbeitet sie jetzt schön ab? Ich hab's versucht, Volker. Ja, ich hab nicht nur abgeprallt am Arsch. Drecksack. Jungs, Donblitz 100%, du bist noch voll live. Geladen, pass auf. Was machst du? User joined your channel. Zum Einziehen. Kommt den Defender noch raus, fertig ist. Nein, ich wollte ihn haben, verdammt. 0,2 Sekunden. Oho. Gut gemacht, Jungs. Bog hat ein bisschen geschlafen. Warum? Ich habe doch die Punkte nicht verloren. Ja, der 12T wäre aber schon früher, hätte der sterben können. Wenn du das Haus kaputt gefahren hättest, schaut ihr einfach, weißt du? Da brauchst du nicht drum rumfahren. Geradeaus, wegfahren, schießen, tot. Dann hätten wir die ganzen Cap-Punkte verloren. Ja, da konnte ich ja nicht rausholen mit dem Clip. Naja. So, wer steigt jetzt aus? Kerkere. Glaube ich. Daniel noch da?
Ja. Ingo Rom fährt doch mit Sicherheit auch noch mit. Steiner 62. Fährt doch mit Sicherheit auch mit. Wozu der Dominik ist sobald gekommen? Ja, ich lade noch einen. Schieb mal Kerkere raus und dann kannst du da ja reinziehen. Der Dumpfinick. Da ist er doch. Der Hühnerschrecker. Schön gespielt, schon den Heavys einen nach dem anderen abarbeiten. Dominik, das ist gemutet, der Drecksack. Ich bin schon da, ich bin deswegen Hintergrundgeräusche gemutet. Ah, grüße dich! Hi, Maxe! Wie geht's dir? Gut, selber. Baby Grün. Oh, bisschen kaputt, aber läuft. Daniel, bist du da? Baby Grün. Take it easy. Take it weiter. Baby. Daniel, sprich nicht mit mir. Oh. Das ist ja auch nicht da. Na, ich wollte nur fragen, ob er denn nun Vorstoß versuchen will oder nicht. Ich denke ja. So, oh, jetzt hätten wir natürlich einen Scout. Gut, er. Lorenz, Mitte beobachten, ich gucke mal hier rüber, was hier ist, ich stelle mich hier oben drauf, also eine Loren hier, eine hier ran, T26, bleibst erstmal hinten, die anderen hier hoch, die IS-3 und die Objekte nach unten, die Defender fahren hoch. Denkt dran, unten bleibt bei C1 erstmal an der Ecke, die anderen machen hier Abfangposition. Als Spezialist mit IS-3 jetzt hochfinden mit den Objekten unten drum. Ja. Gut, dann macht das halt so. Ich wollte IS-3 natürlich unten haben, weil die Kanone nach oben kriegt und nicht nach unten. Ach so. Hab ich gepennt. Lorraine, eine hier drüben gucken. Eine 6er will ich gucken. Das war schon offen. Die Lorraine hier auf der Ecke, ein bisschen mehr in der Mitte, dass wir hier was sehen, vielleicht, weißt du? So, die Heavys, ihr macht den Positionswechsel. Ihr ist rein runter und die anderen hoch. So eine ist drei. Soll ein Objekt unten bleiben bei der IS-3 oder? Ja, bleibt bei mir.
T26 hier. Du kannst mal mit hier in der Mitte rinfahren. So, mit deiner Lorraine hier, kommst du an den ran? Nur wenn er weiter noch zurückfährt. User joined your channel. So, hier unten, ihr könnt auch mit vorschieben. Wenn die oben vorschieben, unten mit vorschieben. So, die Lorraine, du hast aus der Mitte jetzt Deckung. Guck mal, ob hier was aufgeht nochmal. Der WZ hier, kriegst du den raus? Und hier, Lorraine, irgendwas, geht da was oder nicht? Ja, der fliegt halt gerade zum... So einfach ist das nicht. Abwarten. Hallo, Anna. Na, alles gut? Pass auf, wenn die TDs hier oben stehen, hast du ein Problem, ne? Für die Lorraine, bitte. Die Heavy ist nicht weiter vor, nicht weiter vor, die Heavy ist... Danke für dein Follow, Anna. Und Evil Harlequin auch nochmal danke für dein Follow. So, mit deinem Lorraine hier, fahr jetzt mal hier hoch irgendwie weiter vor, dass du da vielleicht was machen kannst. Es steht nicht am Haus, da kommst du nicht ran. Oh, dann lässt du dich hier runtertroppen und fährst den an. Kann unser Lorry in der Mitte nochmal auf dem WZ eventuell Licht holen, oder? Ah, wie gesagt, wenn hier die TD stehen, ist unser Lorry gleich tot. Ja, du fährst, hey, jetzt, du fährst jetzt hier runter, lässt dich runtertroppen und fährst hier hoch mit deiner Lorraine. Bei dir, Basti. So schnell stirbst du nicht. Droppt gerade, der macht irgendwas. Wo will der hin? Der wird mich anfahren wollen. Die Drücke von unten und von oben. Dominik, guck nach rechts. Ja, die Defender pushen und so jetzt. T26 zu der Lorraine in der Mitte drin, die Lorraine unten ran. Was ist jetzt bei den Heavys los? Hier ist 3 mit 100. So, die Lorraine jetzt hier mit durch. Lorraine, 6er Linie, durchfahren zum Cap hier. Halb Balo. Ja. Eigentlich wollte ich ja erst nach der Gamescom wieder anfangen zu streamen, aber dafür habe ich jetzt halt gesagt, fange ich erst mit Cam, also Webcam mache ich erst wieder nach der Gamescom. Der 2 im Kloster, fahrt da raus, kämpft mit. Ja, Vorstoß waren wir leider früh zu wenig für. Aber trotzdem schön, dass du reingeschaut hast. Freut mich echt. So. Baby, weg da, du bist doch von vorne. Wird die gleich zerballert oder so? Warte, vielleicht kommt die Lorraine da nochmal ran. Die stehen hier und hier, ne? Das. Ich treffe das gerade gut. Nee. Was ist schon? They killed our driver. Get going.
Oh, in der Herren Gesangsverein. Hast du zu viel Munition? Was denn du für eine blöde Kanone, dass du bloß 200 und ein bisschen machst? Viel mehr macht die nicht. Die macht bloß 250 maximal. Oh, dafür aber schießt halt dafür sau schnell. Die S3 schießt immer und ich schieße 2,5 mal. Darf ich höflich fragen, was bei den Heavys passiert ist? Und von das ist klasse. Kamen alle um die Ecke rum. Ja, aber dann musst du ja am Anfang schon so viel Schaden genommen haben. Nee, nicht. Aber die Mets waren ja auch noch dabei, ne? Die zwei. Ja, Mets, der D war dabei, sind ja alle. Wir hätten direkt auf die drei raufrücken müssen, wo wir ankommen sind, wäre das nicht passiert. Ja. Wie gesagt, Masse statt Klasse. Und denn zusätzlich war auch kein Fokusfeuer da. Das war noch das zweite. Dürfte ich meine Arti mal den Tagessieg runterholen oder willst du gar nicht? Nee. Kerkera hat schon Jens Zeit, hat's doch schon probiert. Auch mit seinen Sticheleien. Was ist los? Ich will doch bloß Arti fahren. Er kann nicht andere, das hast du gerade gesehen, diese Scheiße da. Wir brauchen ihn nicht mehr, alles klar. Du kannst für mich fahren, aber ich. Wenn du möchtest, Bernd. Dann hat er wieder seinen Scout. Hat er jetzt schon. Ja, hab ich doch. Ja, weil bei uns gibt's auch gleich Essen, deswegen hätte Bernd den für mich fahren können. Da waren jetzt sofort oder in einer halben Stunde? Warte, ne, in einer halben Stunde. Na, also. Busjungs. Beziehungsweise sind vielleicht jetzt ja auch genug online für. Ja, jetzt schon 14 hier und. Vielleicht wird ja auch gleich ein Vorstoß oder so. Aber da fängt doch 40 an, oder? Nein, 21 Uhr. 21 Uhr fängt er an. Wir sammeln uns nur schon vorher. Muss ich Spreewaldgurke. Sind die da? Was ist das denn? Der Kohlehomo? Nein. Essen ist ja wie Schnauze gerade. So, lass uns kurz gucken, lass uns kurz gucken. So. Den Scout hier hinter. Gucken, was hier drüber weg will. Und die Lorenz machen sich hier hinter. Die Heavy ist auch schön weit hinten lang. Ich mache eine aggressive Runde hier vorne. Und fahre dann zurück in der Mitte. Na ja, mit deinem M41, wenn zu viel kommt, abhauen, wa? Ich will doch nur, dass ich was sehe, was da kommt. Macht uns jetzt auf das Gold. So, sind nicht machen. Die stehen oben drauf. Ja, die rückwärts fahren ging nicht. Ja. Gut, eine Lorraine, die Lorenz, bleib zurück. Denk dran, die stehen hier oben. Artischlag habt ihr jetzt nicht mehr.
Lorenz, alle Bäder zurück, zu dem aufschließen, ja. Kommen beide Scouts zu mir. User joined your channel. Robin. Dann lass dich zurückfallen, bis hier hinter, die Lorenz, die Jem schon Jas, um zu dir zu kommen, dann nehmen wir die Scouts raus. Alle anderen Heavys jetzt sinnig spielen. Poke nicht aufs freie Feld. In der Senke hinten drin. Abfangposition einnehmen. Und feuern, wenn sie rumkommen. Deinem M41, wieso bist du nicht weiter zurückgefahren? Abhauen zu den Lorenz hin. So, die Lorenz, alle Bäde, ihr müsst euch den jetzt holen. Die Heavys pushen jetzt sind wir in der Unterzahl. Also sieht zumindest so aus. Ja, ihr habt Heavys in Abfangposition. Schön ruhig spielen. Wenn sie um die Ecke kommen, feuern, Schuss raus. Defender kommt. Und die Low HPs, Jungs, die Low Ziele rausnehmen. Da! Ah, der One-Shot. Ja, 573. Oh. Ist 3 mit 166. Oh. 50, 100 muss jetzt leer sein. Oh, da, T26, E5 und Grüßler. So, Lorenz, ihr müsst alle Bäder zurück. Hier, ihr müsst helfen, unterstützen. 50, 100. Als sie gesehen haben, dass die in 40 T's weg sind, haben sie angefangen zu drücken, ne? Ja, wäre aber kein Problem gewesen, aber es wären volle Ziele anvisiert und nicht die Loha-Pest. Gut, hat aber nicht einen Unterschied gemacht, denke ich. Wenn ich aber nicht auf dem Loha-Pest. Nein, die hatten drei Kanonen mehr, das war nicht zu gewinnen. Wenn ich am Low-AP keine Sicht habe und kann nicht schießen, dann nehme ich mir den nächstbesten. Ist doch logisch, oder nicht? Oder ich fahre doch nicht quer über die Wiese jetzt nur, um den Low-AP rauszunehmen. Es gilt doch nur für in dem Moment für die Leute, die auch schießen können auf den. Wie viel Damage machst du pro Schuss mit der 40T? Müsste auch so 250 sein. Angegeben 300. 5 Schuss waren das, ne? 4. Ja. Nur, lol. 30 Sekunden Reload. Na, Premium Panzer halt, ne? Mhm. Schieß erstmal auf den Defender, der ist einfacher. Steht. Oh. Alter! Oh, die sind total eingehend auf einem. In der Mitte kommt was. Pass auf. Hinten kommt auch was. Nicht piepen. Mit Aimbot hast du keine Chance. Das hat mit Aimbot nichts zu tun. Einfach nur Rechtsklick, Linksklick, dann warst du tot. Panzer getroffen. Da war ein Aimbot. Das war kein Aimbot. Das war einfach nur Rechtsklick, also automatisch visieren. Wenn das ein Aimbot ist. Von hinten. Nase.
Wenn du ja, ich dachte, du meinst jetzt, dass er einen Cheat benutzt, aber ja, gut, egal. Haben wir jetzt aneinander vorbeigeredet. Das war auch kein serienmäßiger Aimbot. Kein serienmäßiger Aimbot. Ich fahre den Panzer selber, den er gefahren ist. Daniel? Da kommt den auch. Seid auf gut Glück, ne, die Kanone. War auch ein bisschen mein Ding, dass ich mich hab selber getötet. Also. Weil er war zu genau. Ja, so ein Mod-Paket, da so ein Ding drin. Keine Ahnung, mit der Hand. Wir sind jetzt schon wieder für eine Mission hier. Ihr wolltet jetzt auf 10er wechseln, oder wie wolltet? Weiß nicht, wie der Daniel da ist, dann will der bestimmt jetzt mal irgendwo auf 10er wechseln. Schreibt mir eben an. Mal einfach aus dem Quark kommen. Das ist lustig, dafür haben wir den doch. Ja, genau. Ja, Mann! Ha? Wieso nimmst du überhaupt auf? Nehm nicht auf, ich streame und schon die ganze Zeit, weil Daniel mich angewiesen hat dazu. Ach so. Der Streamer. Er ist gerade nicht da. Na, ja, fahren wir noch eine Runde, vielleicht kommt er dann wegen den Torstoßen oder nicht. Er hat gerade gelesen. WhatsApp. Gott, das ist ja erschreckend. Ich habe 49 freie Plätze in der Garage. Okay. Gleich wieder da. 55. Ja, 49, ich weiß gar nicht warum, ich krieg ständig irgendwelche scheiß Garagenplätze geschenkt. Hab ja jetzt, wie gesagt, irgendwie, lass mich schätzen, 2 Monate oder so nicht mehr gezockt. Seit angefangen zu spielen, hab innerhalb von 3 Tagen irgendwie 6 Garagenplätze gekriegt, ich weiß nicht warum und wieso. So, jetzt andere Frage, habt ihr alle schnell einen Panzer? Oh, ja. Gaut, hab ich da die ganze Zeit drin oder nicht? 4 Nice 3. Aber nimmt jetzt der Rest dann noch schnelle Panzer? Sicher? M40 ist nicht schnell genug. Oh. Max hat eine Nitzige Reinhardt, die nehmen müssen. Ja, die ist verdammt, schnell. Die habe ich nicht, aber die ist kacke. Die liegt nicht für die doof. Ich kann auch 50, 100 nehmen. Moment, der will eine schöne Panzer. Ne, Moment, ich guck mal, ich hab rumfliegen. Irgendwann habe ich mal rumfliegen. Boah, ich habe immer rumfliegen. Der Donnenblitz hat da bestimmt auch noch was, wa? Gerade beim Suchen. Super schnelles. Ah, Moment. Hat eigentlich. Der GF immer noch so pervers für Durchschlag mit der HI? Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt. Ja, daran haben sie nichts verändert. Oh, erster Schuss HI. So, dann fahren wir noch nämlich noch mal so eine Runde und dann werden wir gucken, ob der Daniel da ist für den Vorstoß. Daniel hat mir gerade geschrieben, wir sollen Vorstoß aufmachen, weil Siggi ist ja noch oben im TS. Er hat gerade Besuch von Kumpel bekommen. Das war doch genau. Aber rein theoretisch sind wir. So, dann grün. Dominik ist gerade kurz aufgehört, sagte er. Ey, jetzt kommt der hier nicht ernsthaft mit dem 34-3 um die Ecke, oder? Es oh Gott. 59 drin. Credits machen. Panther 8-8. Ach du Scheiße. Es wird ja mal besser hier. Gut gegen Elend getauscht, das. Bisschen, ja. Gurfrin, was Kack. Obwohl, den Panther haben sie ja gebufft, ne? Das habe ich ja halt mitgekriegt. Ah ja, den Buff hätten sie auch an der Nasenspitze schmieren können. Wäre genauso gut gewesen. Und wie schnell ist er nicht geworden? Gut, ging ja nicht um die Geschwindigkeit, ging auch um die Kanone und die Präzision. Die war ja lächerlich ungenau für eine 8-8. Was geht? Anfangs. Also, ja. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt schon umstellen, weil ansonsten hast du nicht mehr so viel Zeit, oder? Und zur Zusammenstellung etc. Ich hoffe ja mal, dass der Dings schnell kommt jetzt hier vom Klo. Lunge auf 10, hat keinen Zweck. Denke ich auch. Ist einfacher. Da muss ich ja wieder den ganzen Abend Maus fahren. Geh mal eben oben zu Siggi hoch und zu Michi. Channel switched. Hey, ihr zwei. Ach, genau. Ja, wir wollen jetzt Vorstoß fahren. Fahrt ihr beide mit? Ich muss gleich Armut essen. Mhm. Ich hätte eh bloß noch 5. Ja, bei mir dauert es auch noch einen kleinen Moment. Wir sind nämlich gerade beim Fahren. Okay.
Channel switched. So, mal gucken, was wir nehmen, ne? Keine rauchen, das dauert eh wieder ewig. So, Lakeville, Himmelsdorf, Minenleber, oder wollt ihr Westfield, Kloster und Minen? Du musst doch wissen, wo du uns drauf langleiten willst. Na, Lakeville ist ja ganz cool, Kloster ist ganz cool, Minen hoch. Wer leitet den Feind, oder was? Kann ich schön artig fahren. Dann ist Bernd schon wieder da, warte mal ab. Nein, nein. Jetzt erst kommt mal zuerst, siehst du? Ich fühle mich gemobbt. Nur weil du schwarz bist. War nicht wahr. Ich hab Angst vor dem schwarzen Mann. Basti, wenn er in den Spiegel guckt. Geh ich nochmal kurz auf Toilette. Ich dachte, ich bin krank. Er ist nicht mehr schwarz, es ist gelb. Gegen mitgepullert oder was? Nee, der ist gelb, der ist krank. Na, darf ich auf Arti bleiben oder wie ist das? Weil viel groß andere 10er Panzer. Muss eigentlich nicht sein. Geilste ist immer der Spruch, wenn sie zu mir sagen, nimm mal die 100. Was für ein Ding? Die 100, Gottes Willen. So ein nutzloses Stück Metall, was sich durch die Map quält, ey. Markus. Hä? Soll ich mal Kane und Razor einladen? Von der Unterstrich? Von der Unterstrich? Ja, mach das doch einfach mal. Komm mal rüberkommen in die Pappnasen, die hol ich mir rüber. Carolus Rex kenne ich auch noch. Razor hat sie, glaube ich, mal hier beworben. Oder hatte Interesse, der war schon mal hier drauf. Ja. Wie gesagt, kannst du dir überlegen, kannst rüberkommen, wenn du Bock mehr drüben hast. Ah, Jungs, ich muss raus. Verdammt. Ich muss fix rüber zur Nachbarin. Ich muss rüberbringen. Ja, bis dann. Tschö. Und ein Stück Fleisch. Kriegst du denn nicht Feuer ganz kriegen? Oh. Ja, wird das doch nichts? Hier sind doch 14 im Channel, oder? Ja, Valhalla kann schon mal abziehen. Ja, 13, der kommt doch gleich, oder kommt er nicht? Nee, Daniel kommt nicht. Ach, sicher nicht. Ja. Dann brauchen wir noch zwei. Genau, oder wer? Oder Schuhe oder wer? Oder wie? Weil, hallo? Also damals, wo ich noch Feldkommandant war, hieß das 10er nur aus, dass da 10er nur Feldkommandant leitet. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendeine Regelung dran geändert habt. Notfalls, ich bin Feldkommandant. Ja, deswegen, ja. Echt? Nee, ich tue nur so eigentlich. Guck mal, Leon ist da. Andreas kann sich mal so langsam umbringen. Ist noch frei, Andreas? Ja. User joined your channel. Aber das Lab war cool noch, Andreas. Bin wieder da. Wenn ich da war, voll noch Achterball wegbesoffen gefahren, voll viel gewonnen, ey. Ja, und wir waren einfach nur Hacke, dich. Ich bin auch oben noch wen. Und zwei kleine Fragen, die fahren auch eigentlich immer gerne mit. Ja, die wollen ja auch bei uns rein. Voll dabei. Ja. Müsste ich da zwei kleine auch, oder? Nein. Die haben keinen Bock da rumzukabbeln. Noch 10er haben, warum nicht? Ja, wir sind zwei Klan da.
auch immer in zwei Klar, aber die wollten mich im Erstklar nie haben. Ich mach mal die beiden und fasse in drei, ob die mitwollen. Ah, jo. Channel switched. Guten Abend, ihr zwei. Hallo. Habt ihr Bock, mit 10 Vorschuss zu fahren? Ich hab nur einen 8er. Ja, oder beziehungsweise ein. Ja. 9er. Ja, 9er. Ja, da wir brauchen. Wir würden gerne. Dann ja. Beeilung, dass da draus 10er werden. Ja, ich könnte mir jetzt vom XP-er holen, aber eben halt nicht vom Credits. Von der Credits, ja. Ah, das, okay. Ist immer so ein Problem. Also. Ich hätte ihn jetzt schon, aber die Credits fehlen dazu. Komm, fahr vor. Fahr mit vor. Ja, wie denn, wenn ich gekettet bin, Mann? Schönen Abend euch noch. Schön. Und gut, tschüss. Ja, danke. Channel switched. Wäre es genug, wenn Skinio noch reinkommt? Ja. Dr. Lini muss. Ja, die beiden würden sehr, sehr gerne mitfahren. Aber die sind erst beim 9er. Das ist ein Problem. Ja. Und sie haben ihn auch von der XP her schon freigeschaltet. Aber sie haben noch nicht die Credits dafür eingefahren. Oh, da kann ich schon mal sortieren. Ja, prima fahren. Wenn du mich da oben hinschiebst, dann weiß ich schon wieder, was ich fahren soll. Geh doch mal wieder hoch. Du fährst. Ach so. Nein, so war das gar nicht gemeint. Es ging da drum. Die jetzigen Panzer. Wussel, hau da die 50M raus. Nein. Was hast du? Du hast nur TVP, also nimm den TVP. Nein! Doch! Nein! Lass mich! Oh, ja gut, jetzt haben wir zwei Mäuse. Leon hat keine Maus. Ja. Hast du noch einen 50? Ich hab eine Maus. Ja, Leon, was kostet? Nee, ich würde eigentlich gar nicht so schwer fahren, aber ich weiß, Zombie NFU 2 hat nur eine Maus, das heißt. Was, bist du mit persönlicher Wertung gefallen? Wer? Was? Was ist jetzt gerade hier? Doch, kann sein, weiß ich jetzt nicht. Weil mir so aufgefallen, warst du nicht über 7000 schon oder vertuscht? Nein, nein, da war ich noch lange nicht. Ich war bei 6480 und dann bin ich Teamgefechte gefahren. Und dann habe ich mich wieder von 6390 wieder jetzt hochgearbeitet. Ich auch. Teamgefechte sind immer ganz böse. Okay, Epoch, nimm bitte eine E7, Leon bitte eine IS7, brauchst noch einen Med, Batchet am besten. 110 E4 auch IS7? Nein, der bleibt auf dem E4. Eigentlich, wieso kann ich die Batchet nehmen? Achso. Keine Besatzung drauf? Ja, die sitzt im Premium-Panzer von Wolgak noch gestern Abend. Lori? Ja, sie hat. Ja. Oder CDC? Sowohl als auch die fahren dieselbe Besatzung. So, bitte grün. Aber gestern Abend war es die Lore. Wer fehlt denn noch? Wir müssen grün machen. Wusel. Achso. Ach, hab du schon. Weiter das sagen. Ah, gut. Du darfst auch gerne, ist mir egal. Nee, mach du mal, du hast die Leitung, also? Also es geht in die Hose, das ist eine Alle. Nee, komm, das ist der 9 Uhr Vorstoß heute. Reinigt, wie wenn es in die Hose geht. Ja, Wechsel. Jetzt machen wir auch über den Fight, komm. Mach da besser wieder Daniel, einfach. Ja, wir gewinnen jetzt 4 Gefechte hintereinander, fertig. Andreas, das ist ja kein hoher Anspruch. Stimmt. Deswegen Code man ja immer rausschmeißen, Leute, die noch nicht haben. Ja, können wir nur machen. Machen wir nachher. Soll ich ja nachher mal eben rausschmeißen. Ja, schmeiß mal runter Code raus. Jetzt wieder reingeworfen? Ja, ist ja nichts passiert. Da läuft ja noch nichts. Ist ja keine Schaden. Ob gültig noch ist. Der ist noch gültig. Nein, der muss noch gegültigt werden. Ach, muss ich den verkürzt? Keine Stunden gültig hier. Oh. 10 Minuten höchstens. 15 Minuten. Hoppi, hoppi, hopp, galoppi. Das habe ich eingeführt. Machen wir gleich? Gut. Code ist nicht mehr gültig. Andreas kriegt keine. Wir machen das. Ich bin jetzt schon mal für mögliche Störungen meines Headsets. Wir mögen dich. Warte. Mm-hmm.
So. Kloster. Bitte zwei Badges oder ein TVP, ein TVP, ein Badge bitte gleich hier hoch, mittig durch, bitte da anfahren. Die 50G, so wie schön, zwei hier, einer da. Mäuse hier hoch, bitte mit den IS-7. Objektproximiter oder? Ja, die Objekte, die bleiben erstmal in der Basis genauso wie die restlichen zwei Badges. Also kein Proxy Spot. Nee, bitte nicht. Wir werden dann mit unseren Objekten und Badges eventuell dann hier lang drücken, das heißt einfach erstmal abwarten, Cover abgeben und dann. Oh, den E4 habe ich ganz vergessen. Der wird dann mit hoch zu den E7. So, bitte mal die Batch, die Objekte und die Batch in der Basis. Wir drücken jetzt mal hier entlang, schauen, dass wir die Batch hier rauskriegen. Hier, bleibt bitte in der Mitte und helfen auch die Objekte und Mates in der Mitte, sehr schön. Macht, nimm die Badges da raus, wenn es geht, die hier. Geht nicht. Okay, geht nicht. Dann aber verjagt die. Einer bitte mal durchfahren bis zur Kante. Sehr schön, klasse Hit. 50B, kein reindrücken in diese City, lasst sie da rauskommen. Ihr habt Support vom E4. Bitte mal eine Badge hierhin sich stellen. Die anderen bitte mit, Objekt mit, weiter durchfahren. Aber wir haben die Maus da oben wuselt, das heißt nicht mehr andrücken lassen. So. Mediums kommen. Der großen Mediums, der großen Mediums. Zurück, zurück, Wusel, hau ab da. Batchet, zurück, auch zurück. Schöner Hit-Artikel. Klasse Hit-Artikel. Zurück mit den Mediums noch weg da, die crossen da und die drücken uns. Sehr schön. Okay, Batchet bleibt damit jetzt zum Spotten. TVP zurück. So, Mäuse E7 bitte vor an die Kante ran. E4 bleibt bitte und sichert die Mitte hier. Bisschen weiter zurückfallen lassen, E4 dann bitte. Sehr schöner Hit, Arti. Sehr schön. Raus, 113, draufdrücken auf den. Drückt unten entlang. Rauf auf die unten. Umdrehen, Heavys, draufdrücken. Oh, 50B bitte rein ins Kloster fahren mit den Heavys, wir machen mehr Druck mit den Mates. E4 nachfolgen und hier unterstützen. Komm, nehmt ihr raus, die Mates. Hoch ist vorher T57 Heavy oben. Zu spät. Der 13er für den beschießen mit 1000 HP. Leer. Oh, ist das denn, ey? 50B schaut, dass die Mädchen in die Mitte ein bisschen drücken, dass sie die Mädchen hier rausbekommen. Einer ist One-Shot, der andere ist halb voll. Der TVP lädt gerade noch. E4 zurückfallen lassen, wenn es geht noch, wenn nicht so viel Damage raushauen wie geht.
Klasse. Weiter zurückfallen lassen, es geht. Der TVP muss noch raus. Nehmt den raus mit euren Mates. Schickt den ins Cap. Schnell. Da ist noch ein TVP am Cap. Nehmt den TVP raus. Den zweiten auch noch. Raus mit dem. Wir haben einen 57er da, der muss auch weg. Ich weh, wie sieht's aus? Der treffbar. Ratchet an der Kante bleiben. So, wenn jetzt die gleich da crossen, dann möchte ich Feuer, eine Badger drückt mal an, macht die Maus ein bisschen hoch mit dem 140, der 50B bleibt hier zum Decappen, PvP durchfahren, Rusel, und schau, dass du mit auf die Maus ein bisschen hilfst. Rusel, fahr ins Cap, fahr ins Cap. Grax gespottet war. Objekt und Badget, riskier da nicht zu viel. Ja, sonst hey, ziemlich low. Nur wegdrücken vom Cap. Mehr will ich nicht tun. Was müsste noch ein zweiter ins Cap? Hätte schon. Kommt nämlich jetzt. Ja, Heavy hier muss hier mit jetzt sehr feuern. 50B, 50B, seitlich Shots geben, in, dass die, wenn die zum Decappen zurückfahren. Oder 13er. Ja, lasst euch Zeit, wir haben noch 2 Minuten. Badget, dauert das im 113er. Er ist umgedreht zu mir, zum 140er. Kann jemand beschießen? Okay. Ich werde schon mal eventuell vorsichtig. Wir brauchen noch ein Decap, wir brauchen noch ein Decap. Kannst du? Wir brauchen Decap, wir brauchen eine Decap. Brauchen Spot. Sehr schön, zurück, 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 Badger, weg da!
Wieso antwortet die Audi nicht? Aber hat jemand eine Frage gestellt? Ich habe gefragt, ob du kannst. Dann wäre ich da nicht nochmal hochgefahren. Du, ich wusste nicht genau, ob ich kann. Das war so ein Halb-Halbschuss. Willst du auf 50s bleiben, oder? Nee,50B, wechseln bitte auf, oh Gott, Mäuse, wer hat? Die zwei E7 bleiben bitte. Auch noch einen zweiten Tena 10 E4. Ja, E4 kann ich. Maus habe ich nicht. Und Teil 5, wenn du möchtest. 240er bleiben, die zwei Badges bleiben und ja, passt so. Das ging ja auf den E5 gehen. Wäre das jetzt unentschieden gewesen oder zählt das, wer noch ein Match hat? Wer noch lieber erleben hat? Da wäre es aus Zufall ausgelost worden, gegen wen es gegangen wäre. Aha. Also gegen uns. Ja, genau. Haben wir alles richtig gemacht. Hast du jetzt einen E50er? Auf Zeit. User in your channel timed out. Wer war das? Die Line. So, ich brauche einen Spot von einer Batchet hier in der Mitte, die zweite hier rüber, bitte die 140er erstmal hier rüber fahren in Abwartposition. Die Mäuse hier hinten rein, bitte ziemlich tief. Die E4 hinter dem Berg noch wartend, also nicht in die Gasse reinschauen, sondern wirklich warten, hier hinter dem Berg. Die E7 bitte hier an der Kante. Ja, Arti, bitte hier rein, wahrscheinlich. Ich fahr rechts an. EVP, wie, wo was? Oh, TVP, Usel, kommst mit hierher. Ja. 110 E4, ich hatte Disconnect. Hier hinter dem Berg erstmal noch nicht reinschauen, also wenn die da drücken sollten, dann fahrt ihr vor und dann feuert ihr. Wir haben viele in der Mitte. Wir gehen hier schon mal, ob ein bisschen was in der Stadt, dass du da ein bisschen anguckst. Weg da, weg da, weg da, weg da. Kommst du da noch weg? Ja. Nö. Die 140er und TVPs bitte wieder zurückcrossen. User entered the channel. E7 Stück zurück, die Batchet da raus aus der Mitte. Mäuse drehen sich bitte um, fahren zurück an die Kante, aber bleibt erstmal hinter der Kante noch. Mit den ganzen Mäts gehen erstmal hier lang. Halt mal vorbei, ich hab einen Krampf in der Hand. Ich kann mich nicht bewegen.
Okay, wir haben eine Maus da. E4, ihr müsst dann noch in die Gasse aimen. Soll ich mit der Maus hier bleiben oder trotzdem wieder zurückfahren? Mäuse, drehen sich bitte um wieder. Haben gedrückt, Mäuse, wir drücken jetzt gegen die. 100 hat. Ja, die ist tot. Nehmt den E100 raus, weg mit dem. Sehr schön. So, jetzt drücken wir gegen die ganzen Heavies. Auf jetzt, gegendrücken. E4, E7, haltet euch zurück. Haltet das aus, solange es geht. Auf geht's, weiter mit den Lights. Zwei, drei Mäuse wieder zurück. Ich drehe rum. Ich hole mir die Maus. Sehr schön, weiter durchdrücken mit den Mates. So, die restlichen Mäuse zurück. Die zwei hier, die dürfen noch zum Cap Richtung fahren. Oh, danke. Das jetzt wirklich eh schon halb umgedreht hab. Mann, ey. Sorry. Ja, ich wusste nicht, ob ich oben seid oder nicht. Gibst du noch hinter mir, gut. Ja, gut. 3 ins Cap und ja. Die Mates. Ja, 4 kann ich nicht mehr ab. Wenn die da alleine sind und ihr kriegt es hin, dann macht er ein bisschen Druck. Wenn ihr es hinbekommt. Artischlag vom Feind allerdings schon raus. Wartet einfach auf die scheiß Mäuse, dann geht alles raus. Artischlag ist schon raus. Wartet auf die Mäuse, wartet auf die Mäuse und dann macht ihr Druck. Warum Fokus war das Medium? Der Medium jetzt, der Medium. Bitte reload. Oh, ich kann nicht. Crash kommt zurück. Komm, den Medium raus. Und den. Sehr schön, jetzt wird noch den 140. Crash! Die Maus voll, die ist voll. E4. Komm mal durch. Die Van ist gedrängt, kann nichts machen. Ey. Fett! Kann nichts dafür. Oh. Dann drück auf den 113 raus. Wenn das geht. Mal zurück, dass du dich kaputt geschossen wirst. Ich komm. Nimm den STRV, weg mit dem STRV. Zweite Maus ist Cap, bitte. Sehr schön. Jetzt drück gegen den Mais auf den 113 drauf. Da steht zwei fast voll halb. Ey, Jungs. 140, nimm die Batsche raus, einfach rausnehmen. Der ist reload. Der ist einfach klippen, der kann gar nichts. Batchet gegen pushen und ja. Sorry. Doch, war doch weiter rechts. Da und 140 zurück ins Cap. 140 einfach ins Cap zurück. Ich wollte noch schießen. Das geht unter Wasser nicht. Ich war da ja noch nicht unter Wasser, aber Wargaming hat schon gesagt, ich bin da schon. Mannschaft ausgefallen. Ach, das wird einmal auf Deutsch gesagt. Das wird einmal auf Deutsch gesagt. Mannschaft ausgefallen. Betriebsurlaub. Meine Fresse, mit diesem blöden Lex hier. Wir sind noch nicht wirklich einer mehr wieder, oder? Meins. Schöner Arbeitssieg. So. Ja, das waren wir nicht so ganz so schwer. Wir lassen zwei Mäuse bitte da. Zwei Mäuse bleiben. Zwei Mäuse bleiben, die anderen bitte aufnehmen. Ich brauche. Der Zombie kann nur Maus. Zwei Kranwägen, wenn ihr habt. Ja, ich habe gar nichts anderes. Bei Kranwegen da?
Nicht? Gut, dann 12, dann nehmen wir 350p. Ja, kein 57, hätte ich will. 50p. So, die zwei E7 bleiben bitte. Der eine E4 bleibt. Ja, und sonst wieder so vorhin wie das Setup auf. Bewusst aber. Nur haben wir 450p. Dann bin ich noch bei einem. Ah, okay. Ja, ist auch recht. Wenn irgendjemand von den Leuten, die jetzt hier den Channel joinen, fahren will, dann müsst ihr was sagen. Man kann auch aussteigen. Ja, nee, ich würde eigentlich gerne mal mit Milby kurz sprechen, wenn er Zeit hat. Ja, gleich. Ja. Gerade im Gefecht. Zeit, Husel und Milby. Okay, dann kann ich 50 kommen. Ich warte, wenn du es gewinnst, dann darfst einer... du 50 einfach fahren. Weil mein Essen wird seit 20 Minuten kalt. Hast du cool. ein Problem? Und dann verbrennst du dir nicht so die Zunge. Brauchst du nicht pusten? Ja, ich hab's vorhin schon mal angesagt, aber irgendwie, ja. Wenn das Suppe ist, brauchst du nur schlucken. Nee, ist Lasagne. Ist so nur ein Plan jetzt. Ist positiv, warmes Essen. Ich will, dass die Heavys, die zwei Mäuse mit den drei E7, hier an die Kante ranfahren, der T110 E4 von hier hinten Backup gibt. Die Art hier hinten rein. Eine Batchet am besten, die am Anfang kurzen Spot hier, also von hier oben die Runde dreht, kurz zurück an abhaut. Eine bitte in den Wald, die 140er. Erstmal in hinten rein warten, die drücken dann den Wald an TVP mit den 140er. Bin fährt links. Die 50er? Die 50B bleiben die vier unten drin. Wenn die hier drücken sollten, wie die Irren, dann fahren die raus und geben volle Kanne Feuer. Hier hoch oben. Erstmal. User left your channel. Hier ist nix. Keine Bewegung vor den Nervis. Dann weiter drück bis zu der Kante ran. Muss ich die haben da ein bisschen mehr hinten stehen müssen. Nicht da gleich reinfahren, Manchkin. Nee. Müsst da noch wegkommen nachher. Okay, umdrehen mit den Mediums. Die Heavies drücken bitte bis hier an die Kante ran, wenn nicht weiter. Raus mit den Lights, raus aus dem Wald. Warum mit der Budget immer gerade durch? Passt mal ein bisschen auf. 50B, schau mal, ob ihr vielleicht euch da hinstellen könnt, ob ihr Fleischschutz auf das da hinten geben könnt. Und das 40 Kette reparieren und weg da. Ich hab keinen Rap-Kit mehr. Ich will schön Seitschutz jetzt geben. Feuer auf die Heavy Zellen. Komm ich nicht dran. Die Gadgets Video bleibt da ein bisschen mal zum Spotten für die 50B nachladen, dann die Mulde wieder runter. Ja. E7, okay. Wir sehen hier nichts, oder die Gadgets sind gar nichts. Hier vorne ist das Scouterbusch, haltet da mal rein mit euren Heavys. Ja, macht mal keinen Schutz da rein. Volle Kante. Ich glaube, die fahren zurück gerade. Dein Headset raschelt. Hört man mich? Oh, ja, ist gut. Gut. Sehr schön, den Scout rausgenommen. Badchat, wenn es geht, nach 10 Sekunden ein bisschen mehr schauen, ob da noch was hinten drin steht. Ein bisschen versuchen. Spotten die E7-Mäuse. Schaut, dass ihr da Schüsse drauf bekommt. 50B, haltet euch, habt einen Spot. Wenn nicht, einfach ein paar Blindshots in die bekannten. Da ist ein STRV, der muss raus. Gib dem eine STRV raus, wenn es geht. Sehr schön.
Feuer auf den 57er, die Maus, wenn ihr offen seid, zurück erstmal. Kann nur immer aggressiv anfangen. Ja, die Mäuse sind gerade offen, haltet euch ein bisschen zurück. Wir haben keine Arti, aber wegen Arti-Schlag, Vorsicht. Wo bekommst du die Schüsse her, Zombie? Badger, du musst nochmal Spot, das Objekt 140 ist da hinten drin. Badger mal genau, skin dir nach vorne. Ungefähr da, der ist ein Baum gefallen. Also das 140er, gebt dem. Get it. Komm, weg mit dem. Er ist da immer noch. Ja, schön, ist weg. Oh, gleich kommt der nächste Spot-Runde von der Badget. Die fahren zurück. Das heißt 50B ein bisschen andrücken mit der Badget hinterher. Auf geht's 50B, Richtung Badget. Und ein bisschen im Wald andrücken. Nehmt die Badget raus, wenn's geht, da. Die muss weg. Ich hab in der Senke stellen, da müssen sie kommen. Wir haben das noch 4,5 Minuten. Ich seh's, alles gut. Okay, E7, wir drücken mit den Mäusen zurück ins Cap rein, bitte. Sorry für den. E4. Gibt Support von hinten, ein Badget bitte irgendwo hier an der Position, wo wir einfach Gegendruck machen können. Einfach jetzt Cap-Druck. Zwei von den E7 fahren bitte durchs Cap und greifen die Maus an und alles, was dahinter ist. Nicht wie die Irren rein, aber... Direkt zurück, 50s. Macht's aber. 50B, zurück. Ah, oh, ihr seid da. Auf geht's jetzt, Cap-Druck, ganz schnell. Jetzt sind drei durchgefahren, ja, sogar. Dann die zwei Mäuse und die Badget ins Cap. Los geht's. Hier sieben durchfahren und angreifen, die Ziele. Kurz an anderen Rack. 17 Sekunden müsst ihr das nur halten. Angreifen, auf geht's, lauf. E4 volle Kanne drauf. E7. Mäuse nicht schießen, dass er aufgeht. Danke. GG. Yay. Um mir kurz was zu trinken. Es haut drauf. Ach, so, die zwei Mäuse bleiben. Die E7 bitte genauso bleiben. Wusel darf sein E50M nehmen. Ja. Ja, an sich das Setup bleibt aber so. Ich habe sogar noch eine Direktive für dich rein. Also, generell. Ich brauche den E4 dann hier vorne erstmal in der Position, die Mediums hier unten ran, wenn es geht, also erstmal hier, wenn nicht weiter, dann uns arbeiten hier vorne ran. Die Mäuse mit den IS-7, je nach Gegner, Heavy-Kraft, entweder in der Position hier und hier, oder aber dann, wir drücken bis hier an, also hier. Die 50 behalten. Hat er gesagt? Weißt du, ich war auf Toilette. Ja, die 50B. Ja, was brauchst du mich zum Flanken wechseln oder? Nee, ich brauch dich als Mädchen hier unten. Was, wenn hier einer steht, volle Kanne drauf rammen. Dann habe ich die Ding-Direktive dran, die Ansätze. User left your channel.
Ja, die 50 B bleiben, die werden erstmal im hinteren Bereich bleiben. Sicherung. Aber ich, je nach Aufstellung, das kann ich jetzt nicht. User joined your channel. Ich habe morgens Bescheid gesagt, es soll grün machen. E4 bleibt. Ja, E4 bleibt. Buse bereit, Milby bereit und dann können wir loslegen. Und wenn dann mal irgendwann wieder Code noch kommt, wäre auch noch schön. Suche ich gleich raus. Ich hab doch, ich hab noch nicht in diese eine Trauer in diesem Monat. Sehr schön. Müssen wir eigentlich immer angreifen, solange wir gewinnen? Ja. So, ich brauche die Mäuse erstmal bis mit den E7 zusammen. Hier vorne an der Kante ran. Die 50B bleiben bitte hier hinter, falls hier was reindrückt. Sicher den Rücken. E4 bitte dahin. Eine Batchet hier oben zum Spotten. Die 140er E50 runter gleich, volle Kanne. Die zweite Batchet dreht man eine Runde hier rüber. Junge zur Arbeit. Kann man den steuern? Ich bin nicht so weit vorne, ich wollte dich hinter dem Stein hier. Okay, 140, wir drücken ran bis an diesen ersten Stein da und dann. E4 den Cover abspielen für. War es nicht so lange stehen bleiben, 50 BB Mäuse waren offen. Warte, ich könnte schießen, ne? Was das? Wie ich es gesagt habe, kann er sich nicht. Wie viel kriegst du denn noch? Fahr runter, wenn du dazu viel kriegst. Also? Runter mit dem 140er, runter mit dem 140er. E7. Ich bin gar nicht mehr gespottet, du Fickfresse. Meine. Gott, Alter. Cool bleiben. Ja, die hast Langeweile. Guck mal hier in die Ecke rein. Ja, hier wäre auch nicht schlecht. Kann ich nicht vorgreifen. E4, kannst du auf den E5 wirken? Den STB? Nein, ihr müsst weiter rechts rüberfahren und dann fahr ich übers Feld. Medium ist ein bisschen zurück, ihr müsst jetzt nicht volle Kanne halten. Artig stark. Also die Heavys sind hier oben, ne? Ja, ich weiß. 50B, hier andrücken bitte mit den Badgets und wir drücken dann hier rein. Werden alle da sind. Wir müssen da an die Wand drin. E7 Mäuse, jetzt schön erstmal eine Abwarteposition. Fresh, komm weit. Kannst du den Adelschlag gleich setzen? Ja, mach ich. Ich hau den da hinten rein. Kommt. Poke. Oh, du kannst gang. Danke. So, auf geht's, sehr schön. Reload. Die Heavys jetzt andrücken, die 50B rein und dann nehmt ihr das hier raus, was hier erstmal ist. Ja, alles. Die 7 mit 1300 hier vorne. Er ist die E7, die hier zwischenfährt. 200 HP, jawohl. Sehr schön, weiter drücken. Nicht anhalten, Jungs. Hier, 113er. 140, wir machen jetzt ein bisschen Druck auf die Badget und den E5. Badget brennt ab. Badget von da oben bitte runter und durch den Canyon durch. Auf geht's. E4 helfen? Ja, E4 helfen, so wie gut es geht. Achtung, E5 von der Seite. Komm, jetzt den E5 raus, nimm den E5 raus, es geht. Die Heavys, schaut, dass ihr jetzt da schön fokussiert, immer auf einen. Sehr schön, weiter. Immer schön drücken.
Ihr seid eine Überzahl, sehr schön. Weiter Druck ausüben, weiter Druck, sehr schön. Ihr 7 und den letzten 113er ist es noch, wegnehmen. 50B, dann bitte nicht mehr sterben, sehr cool. Wetsche da hoch, bitte climben, dass du jetzt Zeitschutz auf den STB geben kannst. Ihr 7 jetzt noch raus, bitte. Fahrt ich mich kurz ein, Volker, fahr mal mit deinem 50B zurück und versuch mal die Base noch ein bisschen mit zu treffen gegen den 50B. Ah, den ist noch der unten. Sind 4 Heavys, die einzeln schießen. Wolltet ihr jetzt extra auf die 50B squatten, oder was? Da siehst du. Und weiter geht's. Mäuschen. Was Schuss da? Arti, ist getrappt. Jawohl. Sehr schön rausnehmen. Weiter drücken mit den Heavys, weiter drücken. Dominik nicht hier. E4, schau, dass du dir helfen kannst im 140. Ja. E4 zurück zur Basis, zurück. So, Maus drücken. Schön zusammen alle 50 Bäume rum und haut das Ding raus. Poker, fahr vor, du hast Fuller, du hast Leben. Los, Hande. Markus mit zurück. Den letzten Laster. Arti war, glaube ich, da. Ich konnte das eben gerade nicht ganz genau beurteilen. Oh, SDB rausnehmen, dann Arti erledigen und dann. Warte ich hier raus. Markus, du brauchst nicht hochfahren, kannst unten bleiben. Arti hat geschossen. Haut ab. So, dann möchte ich bitte, dass der 50 BBS hier durchfährt. Eine E7 bleibt im Cap, die zweite fährt mit durch und die Maus ist dann ins Cap. Schaut, dass ihr die Arti noch rausbekommt. Sehr schön. 50B nimmt den STB raus. Oh, nimm das Ding weg. Bleibt der Bachelor an der Basis. Ja, schon geht's. Ihr quatscht doch aber bei einem Heiden durcheinander. Amade. Sehr schön gemacht. Vorstoß ist komplett gewonnen. Gut gefahren. Gut umgesetzt. Ich hab keinen Schaden komplett gewonnen. Wir einen müssen wir, glaube ich, noch gewinnen, ne? Haben noch einen. Haben wir noch einen? Ja, Angriff auf die Zitadelle. Jetzt können wir es vollenden. So, ich brauche 4 T110E5. Halt, wir haben eine Maus, die ist sicher. Dann bleibt die eine Maus. Der Rest ist bitte E5. Dann bräuchte ich der Rest Mediums, 140 vor allem. 2-3 Badgets. Und Wusel nimmt sein E50, meinetwegen. Warte, ich hab keinen Bock auf das. Wollt jetzt E5 oder was? E5 oder 140, weil das willst du jetzt haben. Kannst du auch nicht E7 nehmen, oder? 2-3 Badgets. Ah, du hast nur die E7, Leon. Ich kann nur 100 oder V. Das ist aber was ich brauche. Ich muss 110 E5, wie viel wollt ihr davon haben? 110 E5 reichen aus. Wir haben noch eine Maus, die hat leider nichts anderes. Dann brauche ich jetzt das Objekt 140, die restlichen. Okay, ich kann noch wechseln, eine Bettchen, wenn du willst. Leon, nimm seine E7, passt ja. Schieß schön. Ja, nimm den V. Soll ich haben 110 E5 heim oder willst du mit den 110 E4 wieder haben? Ne, E5 passt. So passt. Ich will, dass die ganzen, bis auf eine Badget, alle 140er, alle Badgets, alle TVPs oder 50M, was wir haben, drücken bis hier durch. Die ganzen Heavys, bis hier an die Kante ran, Maus so schnell, wie es halt nur möglich ist eben, dass ihr uns hier gleich Sideshots geben könnt. Auf die Mediums. Wir nehmen die Mediums raus. Dann können meinetwegen die Heavys hier drücken, aber dann haben wir hier unsere Heavys und können von hinten Seitschutz geben. So, alle da, dann können wir es. Also. Die Heavys, die eben schon oben sind, ihr fahrt oben hier rein, so schnell es geht. Ich weiß, Maus ist ein bisschen kritisch. Mikro? Die ganzen Mediums bitte hier rüber. Ein 140er mache ich und eine Badget, wir machen hier erstmal den Spot. Die anderen bitte alle hier hoch.
fahrt durch, macht viel Druck da und schaut, dass ihr die Ziele rausfokussiert. Jetzt soll ich es auch versuchen, bis nach da hinten zu kommen? Ich bin oben gespawnt. Ja, vorhin. Je nachdem, wenn du es nicht mehr packst, dann hier machst du so viel Damage, wie es geht. Sofern wir das hier eingenommen haben, Wusel, dann kannst du da sowieso safe rüberfahren. Oh. Ich glaube, Badger, versuch mal den Spot. Fahren die Heavys. Fahren an die Kante. Vorsicht, habt ihr gleich Heavys, das Gegenstück. So, wir brauchen die Badger da hinten raus und denen. Weiter drücken, komm, die Heavys, Mediums drücken, drücken. Heavys, schaut, dass ihr Seitschutz geben könnt, wenn nicht, ihr habt Heavys vor euch. Kriegt da gleich einen Artischlag dann drauf. Vorsicht wegen feindlichem Artischlag. Oh, die haben da die Mediums. Druck auf die Mediums, wir brauchen. Artischlag kommt auf die. Oh, nehmt die raus. Heavys drückt an, drückt auf die Heavys, drückt auf die Heavys. Die Mediums bisschen Standby. Der Artischlag ist raus auf die Meds. Ja, ja. Nicht weiter, Dominik. 113er, guck. Komm, Heavys, mach Druck da oben. Nimm die Heavys raus. Wir tun unser Bestes. Das 877er Objekt. Nimm die Low HPs raus. Ah. Jetzt versucht Zeitschutz zu geben auf die Heavys, wenn ihr da schießen könnt. Badger noch raus, wenn es geht. Badger ist leer. So, dann die Lights, drückt die Badger, auf geht's. Und drück die Badget weg mit der. 5 Minuten AFK. Badget rennt weg. Dann Zeitschutz auf die E4. Nehmt die E4 raus. Oder die anderen Heavys, je nachdem, wo halt treffen können. Kriegt ihr einfach mal einen Spot. Ich bin gerade tracked. Heavys, wenn ihr da noch Kraft habt, dann drückt den 113 weg. Auch Zeitschutz auf die Maus. Der E5 muss raus. Wir arbeiten. Bleib entspannt. Meine Wendigkeit ist leider nicht so schnell. Komm, weiter die E7 drücken, dann die E5. Die E4 von den Mediums beschießen lassen. Komm, nehmt den raus. E7, Maus braucht Hilfe auf E7. Hält der Maus auf der E7. Nehmt die E4 raus noch, die ist low. Weg! So, Heavis, auf die Maus drücken. Das mich aber vor. Wir haben eine Full HP oder fast Full HP Maus. Rechts ist die Badget. Passt die rechts Badget. Lights durchdrücken, holt euch die Badget und die Arti. Wo sind die denn? Die ist AFK, Jungs. Selbstschutz. Nehmt die raus. Oh ja, gib mir noch eine Sekunde. Tschüss. Down, so. Arti rausnehmen und dann auf die Maus. Arti ist offen. Oh, die hat geschossen. Ich hab's ja ganz entspannt. Okay, Maus und ja, Captain brauchen wir jetzt nicht. Schön geleitet. Mhm. Beide haben es auf die Achse gehabt, ey. Halbzeiten gekriegt. Sehr schön. Wunder, der Bouncer noch am Ende auf die Maus? Das war's. Vorstoß ist erledigt. Ja, gut durchgedrückt. Das erste Gefecht, wo wir da gefunden haben, war's gut. Das erste Gefecht ist meistens einfach bei uns oben drinnen.
Wir sind jetzt durch mit Vorschuss. Ich wünsche denen, die zuschauen, einen schönen Abend. War sehr erfolgreich. Auf Wiedersehen.